Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe sämtliche Patch Notes für das Aftermarket Collection Event nicht von euch. Das Event ist kurioserweise mal wieder schon aktiv. Ich zeige es euch ganz kurz, ihr seht hier schon Crossplay, Beta und so weiter. Ich gehe aber davon aus, dass wir aktuell mal wieder Serverprobleme haben. Denn wenn ich eine Runde starten will, ich sehe nirgendwo das Event, wie ich es starten kann. Ich kann aber schon in sämtliche Packs reinsehen. Ich kann alles schon kaufen. Den Patch könnte man natürlich auch schon runterladen. Wie gesagt, ich habe aktuell keine Ahnung, ob es Serverprobleme gibt, die darauf schließen, dass die das Event kurz mal wieder beiseite geschoben haben, beziehungsweise den Limited Time Mode, den Flashpoint Mode. Das kann ich aktuell nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine Menge Informationen für euch. Wir haben Legenden-Buffs, Waffen-Buffs oder auch Nerfs, kann man sagen. Sehr, sehr interessant. Die Respawn-Mitarbeiter haben höchstpersönlich in einem gestern übertragenen Deathstream sogar die Soundprobleme angesprochen. Ich sage euch zum Schluss noch im Urton, was da gesagt wurde. Den Deathstream kann man nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, warum der steht. Wenn du auf YouTube diesen Deathstream anschalten willst, auf Premiere, mit einem völlig falschen Datum versehen. Ich wollte euch eigentlich eine Menge Sachen hier mit reinschneiden. Ist aktuell nicht möglich. Ich weiß aber nicht, warum. Sei es drum. Wir fangen jetzt einfach mal mit den wichtigsten Informationen an. Die Legende Rampart, ihre ultimative Fähigkeit, Sheila. Die Streuung wird jetzt im Dauerfeuer schneller kleiner, damit wir Gegner schneller lasern können. Beim Bloodhound hat sich Folgendes geändert. Wir konnten alle 6 Sekunden den Scan triggern, wenn wir den Ulti aktiv haben. Das geht jetzt nur noch alle 8 Sekunden, ist aber auch völlig in Ordnung. Dann haben wir bei Wraith. Ich versuche euch diese Animation noch einzublenden, wenn ich sie irgendwo herkriege. Die Sprint-Animation wurde verändert. Ihr kennt diese Naruto-typische Sprint-Animation, wo Wraith sehr, sehr klein wird, wenn sie keine Waffe beim Sprinten in der Hand hat. Die wurde jetzt geändert. Dadurch wirkt Wraith beim Sprinten größer, ungefähr eine Kopfgröße. Und so ist die Hitbox natürlich deutlich größer. Achso, bevor ich übrigens weitermache. Wenn ihr das tagesaktuell jetzt zum 6. seht, dieses Video werde ich wahrscheinlich auch auf Twitch schon aktiv das neue Event streamen. Bis dahin hoffe ich natürlich, dass das Event dann auch funktioniert und es tatsächlich vielleicht doch kein Fehler war. Und natürlich nochmal ganz kurz den Shoutout. Mir fehlen weniger als 200 Abonnenten zu 10.000. Wäre natürlich auch geil, wenn ihr mich da unterstützt. So, das war es jetzt in Sachen Eigenwerbung. Jetzt gehen wir natürlich gleich noch in das Trainingsgelände und da zeige ich euch den Pathfinder Buff. Vorher noch zu Krypto. Die Drohne kann jetzt den Vault öffnen, beziehungsweise den Tresor, wenn du als Krypto den Vault Key im Inventar hast. Sehr interessant. Und bei Loba, die Reichweite des Black Markets wurde um circa ein Drittel, das kann man in Zahlen leider nicht ganz so ausdrücken, wurde um ein Drittel erhöht. Das ist eine absolut enorme Reichweite. Der Black Market hatte so schon einen enormen Radius, finde ich. Und was auch besonders ist, wenn du mit Loba eine Runde startest, hast du schon 50% auf deinen Black Market geladen. Jetzt gehen wir mal ins Trainingsgelände. Es ist ein bisschen, obwohl es ist gar nicht so kompliziert, um Worte zu fassen. Der Grappling Hook von Pathfinder. Die Cooldown-Zeit wird basierend auf die Reichweite des Grappling Hooks jetzt berechnet. Bedeutet, verkackst du den Grappling Hook, hast du minimal 10 Sekunden Cooldown-Zeit und maximal 35. Hier als Beispiel, ich grapple mich nach vorne, jetzt verkacke ich es hier mega und habe aktuell 13 Sekunden Cooldown-Zeit. Und wie ihr seht, gerade rechts, ich habe einen enormen Bug. Den kriege ich leider nicht weg. Ich habe jetzt mehrere Aufnahmen schon versucht. Jedes Mal, wenn ich diesen Grappling Hook machen will, erscheint hier, keine Ahnung, dieser ekelhafte Riesenklotz. Aber für euch beispielhaft kann ich euch das jetzt kurz weg. Okay, jetzt waren es wieder nur 17 Sekunden. Ihr seht selber, irgendwas scheint hier gerade mit dem Event nicht ganz rund zu laufen. So, jetzt sehen wir hier die Zeit. 35 Sekunden ist die Maximalzeit bei der Cooldown-Geschichte. Minimal 10 Sekunden, wenn wir eben den Grapple Hook mal versauen sollten. Finde ich eine absolut interessante Änderung. Ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass es auf 25 Sekunden reduziert wird. Aber so ist auch eine richtig coole Lösung. Jetzt gehen wir mal auf die Waffen ein. Die Devotion hat jetzt eine erhöhte Streuung aus der Hüfte. Begrüßenswert. Leider Gottes passiert das jetzt auch für die Spitfire. Erhöhte Streuung aus der Hüfte, aber reduzierter horizontaler Rückstoß. Die Triple Take ist die letzte Waffe, die einen kleinen Nerf bekommen hat. Kann ich auch völlig verstehen. Die meisten haben gesagt, es ist die beste Shotgun im Spiel. Die Feuerrate wurde von 1,4 auf 1,3 Schuss pro Sekunde reduziert.
begrüßenswert. Ob das jetzt reicht, um die Macht, sage ich mal, von der Triple Tag aus dem Spiel zu nehmen, weiß ich noch nicht. So, kommen wir zum Evo-Shield. Oder ich zeige euch erstmal in-game, was wir alles Neues einstellen können. Es könnte natürlich sein, dass ich hier und da vielleicht irgendwas vergesse. Was ich zum Beispiel nicht gefunden habe jetzt auf die Schnelle, ist, wie man diese Freundesliste im Crossplay erstellt, wie man zum Beispiel PC-Spieler oder umgedrehten Xbox-Spieler und so weiter einladen kann. Aber jetzt wird es interessant. Das könnte in Zukunft, wenn wir mal Probleme mit dem Spiel haben, enorm von Wichtigkeit für Respawn selber sein, wenn wir das einblenden. Kann vielleicht den einen oder anderen stören. Wir haben nämlich jetzt, ich muss es vorher mal ausstellen, damit ich es auch wieder einstellen kann und gezeigt wird, wir haben eine Leistungsanzeige. Ich mache das jetzt mal an und hoffe, dass das jetzt angezeigt wird. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Ich sag doch, das Spiel hat gerade aktuell Probleme. Dort erscheint nämlich oben links im Bild eine Leistungsanzeige des Spiels. Und dort können wir ablesen, ob das Spiel gerade gut läuft oder eben nicht. Das wird jetzt nicht mehr in diesen roten Symbolen angezeigt, die wir kennen, die vielleicht der ein oder andere einfach nicht zu interpretieren weiß. So, jetzt hat es funktioniert. Ihr seht oben FPS-Anzeige, eine Latenz-Anzeige, dann ein, keine Ahnung, was ein und aus, was auch immer. Das sind wahrscheinlich die Pakete, die raus und reingehen. Choke und Verlust. Es gibt auch eine kurze Erklärung für diesen ganzen Spaß. Wie gesagt, habt ihr mal Probleme, macht vielleicht einen Screenshot, kann Respawn anhand des Screenshots und den Daten, die oben rechts stehen, so ein bisschen erörtern, was ist hier gerade das Problem. Zeige Leistungsdaten des Spiels, wie Frames pro Sekunde, Latenz, Paketverluste, dann steht ja einmal aus und einmal ein. Computer- und Netzwerkleistungsdaten werden ausgeblendet oder eben eingeblendet und so weiter und so fort. Eigentlich keine schlechte Sache. Dann möchte ich über das Evo-Shield reden. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht doppelt, wenn nicht rausgeballert, rausgeschnitten meine ich. Wir kennen das Problem, ich habe zum Beispiel ein lila Körperschild, loote eine gegnerische Box, ebenfalls ein lila Körperschild. Du hast aber nie gesehen, lohnt es sich vielleicht, das gegnerische Körperschild aufzuheben, weil es vielleicht weniger Schadenspunkte braucht, um auf Maximalstufe zu kommen. Das wird jetzt in Werten in der Deathbox angezeigt und so looten wir nicht sinnlos vielleicht ein Evo-Schild, was wir gar nicht brauchen. Sehr, sehr geile Änderung. Dann gibt es jetzt eine random Musik Favoritenliste. Wer nicht weiß, was ich meine, wir kennen es bei den Waffenskins oder bei den Legendenskins. Konnten wir jetzt auch eine Favoritenliste anwählen, hast du dann eine Runde gestartet, war zufällig irgendein Skin, den du in deiner Liste hast, aktiv. Das war's, glaube ich. Nein, bei den Backpacks gibt es auch eine Änderung. Da hoffe ich, dass ich das vernünftig übersetzt habe. Wir gehen in der Theorie davon aus, du bist mit einem Squad unterwegs, hast zum Beispiel einen blauen Rucksack und deine beiden Teammates haben aber einen schlechteren bzw. gar keinen Rucksack. Wenn du dann einen grauen Rucksack auf dem Boden siehst, dann siehst du optisch anhand eines Icons, oh, meine Teammates haben gar keinen Rucksack, ohne dass du extra fragen musst. Hier übrigens, ich habe hier einen Rucksack für dich, wenn ihr vielleicht mit Randoms spielst. Wenn du mit Randoms spielst, dann könnte das auf jeden Fall einen positiven Effekt auf das Spiel haben. Ist natürlich, wenn du ein goldenes oder ein lila Backpack hast, ist es natürlich genauso. Wenn die Mates das jeweils schlechtere oder den jeweils schlechteren Rucksack haben, sollst du das wohl sehen. Ich kann euch aktuell leider nicht vormachen, ist aber, denke ich, auch nicht ganz so dramatisch. Jetzt möchte ich euch mal erzählen, wie gesagt, ich kann euch leider den Urton hier nicht mit reinschneiden, hatte ich eigentlich vor, hatte auch alles soweit schon vorbereitet, mit Zeiten aufgeschrieben, aber der Devstream ist leider nicht mehr online, warum auch immer. Dort wurde im Urton auf Deutsch übersetzt von einem hohen Respawn-Mitarbeiter gesagt, Thema Sounds, wir kennen das Problem, wir hören euch und es ist tatsächlich das größte Biest, so hat er es gesagt, was wir täglich in Sachen Apex Legends, Patches und so weiter bekämpfen. Das heißt, die wissen, dass das Spiel enorme Soundprobleme hat. Das größte Problem ist für mich nach wie vor immer noch, dass wir die gegnerischen Soundsteps ganz, ganz, ganz schlecht hören. Und was ich eigentlich ganz geil finden würde, könnt ihr auch mal eure Meinung hier in den Chat natürlich schreiben. Allgemeine Sounds, wenn du dich heilst oder irgend sowas, es ist alles viel zu laut. Kein Wunder, dass du die gegnerischen Stats gar nicht hören kannst. Wer jetzt noch dranbleiben will und sehen will, was alles in den Events für schöne Skins dabei sind, die können jetzt noch dranbleiben. Für die, die das nicht interessiert oder es vielleicht schon gesehen haben, die können dann sicherlich jetzt auch wegschalten. Ich würde mich natürlich freuen, wenn er bis zum Schluss dranbleibt. Wir wechseln auf jeden Fall mal jetzt hier rüber. Und auch gleich einen kleinen Tipp von mir, wenn ihr ganz viel Crafting-Material habt und ihr wollt unbedingt dieses Caustic-Erbstück haben, ein kleiner Tipp. Ihr seht es auch oben rechts, ich habe 8000 Crafting-Metalle. Wenn ihr aber jetzt nicht bereit seid, hunderte Euros auszugeben und habt so viel Crafting-Metalle,
ihr wisst aber, ihr müsst noch Geld ausgeben, dann macht es wie folgt. Gebt erst eure Crafting-Metalle für die ganzen epischen Sachen aus, die kosten jeweils 800. Und ein legendäres kostet gleich mal 24. Das heißt, so kannst du mit 2000... Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, ein legendäres kostet 2400. Du kannst dir quasi für 2400 Metalle aber auch einfach drei epische kaufen. Hast du schon mal drei Packs weg, die du nicht hier kaufen musst. Das ist nämlich deutlich teurer. Also könnte ich jetzt quasi hier schon mal 10 Packs oder 10 epische Sachen wegkaufen und muss dann nur noch für, ich sag mal, etwas weniger Geld die Packs mir, da kann ich ja so ein 10er-Pack für 70 Euro, ist natürlich sportlich viel Geld, habe ich schon mal die nächsten 10 Packs sicher und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass hier die legendären Sachen kommen und die zwei epischen, die ich dann eben nicht mehr so mit dem Crafting-Metall mir zusammencraften konnte, die sind dann halt irgendwo in irgendeinem Pack so mit dabei, aber du musst nicht ganz so viel Geld in Anführungszeichen ausgeben. So, wir fangen einfach mal im Schnelldurchlauf so ein bisschen an. Wir haben einmal einen Loba-Skin, dann haben wir einen Mirage-Skin, einen Flatline-Skin, den, das ist ein Longbow-Skin, den Triple-Take-Skin muss ich einfach mal kurz größer machen, weil ich den für einen epischen Skin sehr, sehr schick finde. Diese ganzen Metallic-Farben sehen ultra, ultra geil aus. Der 45-Skin gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann haben wir ja wieder so ein Banner, das ist jetzt für mich nicht so mega interessant. Dann haben wir einen Skydive für Rampart, ein Skydive für Loba. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Dann haben wir einen Waffencharm, Caustic, sieht auch ganz witzig aus. Und ich weiß gar nicht, ob das Arthur der Rabe von Bloodhound ist, auf jeden Fall könnte man denken, dass Arthur quasi der Rabe von Bloodhound hier einen Skin auf hat. Das sieht auf jeden Fall mega witzig aus. Und was soll das hier sein? Ist das eine Brechstange? Das könnte eine Brechstange sein, die er in seinen Krallen trägt. Sehr, sehr cool. Einer meiner Favorites von den legendären Skins ist natürlich der Revenant-Skin. Er sieht sowas von absolut edel aus. Weiter im Text, der Watson-Skin. Auch sehr, sehr schick. Hätte ich im Trailer tatsächlich gedacht, dass es vielleicht nur ein epischer Skin ist. Sieht aber ultra, ultra geil aus. Welcher Skin mir jetzt persönlich zumindest nicht ganz so gefällt, ist dieser Octane-Skin. Der ist irgendwie total abgedreht. Keine Ahnung. Aber Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden. Was steht hier? Octane. Auch witzig. Gibt es passend dazu noch einen Alternator-Skin? Der sieht auch ganz cool aus. Gibraltar. Naja. Möchte ich jetzt nicht so viele Worte verlieren, mir gefällt der ab. Ich finde ihn ultra, ultra hässlich. Tut mir leid, aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Den Raid-Skin, den finde ich schon wieder ganz, ganz geil. Das Einzige, was mich so ein bisschen an dem Skin stört, sind die Augen. Die passen irgendwie nicht so ganz rein. Aber ansonsten gefällt er mir eigentlich ganz gut. Den Lifeline-Skin habe ich schon im letzten Video gesagt. Ja, sieht zwar relativ unscheinbar aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass du auf der Map oder egal auf welcher Map du spielst, in relativ dunklen Ecken oder wenn der After, der Kings Canyon After Dark Modus mal wieder aktiv sein sollte, könntest du einen enormen Vorteil mit diesen Skinnen haben, weil du ganz, ganz schwer zu entdecken bist. Und deswegen hoffe ich auch, dass für alle anderen Legenden so ein Skin kommt. Ansonsten ist dieser Skin natürlich sehr, sehr von Vorteil. Hier mein absolutes Highlight ist natürlich der Caustic Skin. Den finde ich ultra, ultra stark. Zugenähte Lippen, die Clownsmaske und so weiter. Das gesamte Paket dieses Skins ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Jetzt sehe ich erstmal, das sind ja hier so eine Goldbarren, die der hier an seiner Tasche und hier über dem Gürtel trägt. Das ist so mega. Hier haben wir den 301 Skin, passend zum Watson Skin. Finde ich auch sehr, sehr gelungen. Sieht relativ clean aus, aber absolut stark. Hier ist der passende Alternator Skin zum Octane. Da gefällt mir auf jeden Fall der Alternator-Skin besser als der Octane-Skin, muss man einfach mal sagen. Hat auf jeden Fall was. Dann kommen wir zur Eva 8. Der sieht auch übelst toll aus. Ich weiß nicht. Also Respawn macht wirklich in Sachen Skins immer einen richtig, richtig geilen Job, muss ich einfach mal so sagen. Der legendäre Friedensstifter-Skin ist eine absolute Augenweide. Zieht euch doch das rein. Also wirklich ultra, ultra, ultra stark. Und dann haben wir noch den Wingman-Skin, ist jetzt nicht ganz so mein Ding, passend halt zu Wraith. Hat was, aber jetzt auch nicht wirklich der absolute Reißer, zumindest für mich. Und last but not least natürlich das Caustic-Erbstück. Es ist einer meiner Favorites von allen Erbstücken überhaupt, aber ich muss leider sagen, wie viele von euch, naja,
entweder man liebt Caustic oder man hasst ihn. Dazwischen gibt es meiner Meinung nach nichts. Und wenn jedem, der Caustic hasst, der dieses, dem dieses Erbstück gefällt, der ist in derselben Situation wie ich und sagt, ich hätte gerne, also so gerne dieses Erbstück, aber es ist einfach Caustic und es ist eine Menge Geld, was man hier ausgibt. Aktuell bin ich mir noch unschlüssig, ob ich mir für dieses Event ein Komplett-Pack-Opening mache. Habe ich ja für Octane schon mal gemacht. Kam eigentlich sehr, sehr gut an. Lasst euch einfach mal überraschen. Vielleicht mache ich das ja noch. Das soll es soweit von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich habe es nicht sinnlos zu lang in die Länge gezogen. Wie gesagt, solltet ihr jetzt tagesaktuell das Video sehen, bin ich wahrscheinlich schon auf Twitch unterwegs und streame das Event. Ich hoffe wirklich, dass es kein Serverproblem ist, dass der Limited Time Modus, der Flashpoint Modus gerade nicht aktiv ist. Deswegen hoffe ich, dass es 19 Uhr wieder funktioniert. Aber ich glaube, es ist eher ein Bug, weil ansonsten könnten wir nämlich nicht schon Crossplay und so weiter spielen. Falls ich das noch nicht erwähnt habe, hier ist nämlich Crossplay schon zu sehen. Okay, ich würde sagen, wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen Dienstag noch. Viel Spaß bei dem Event. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, was ihr von dem Video gehalten habt. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, dann rund um Apex Legends nicht verpassen wollt. Und der Shoutout auch nochmal. Es fehlen weniger als 200 Abonnenten zur 10.000er Grenze. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich auf diesem Weg unterstützt. Das war es jetzt von mir. Wir sehen uns hoffentlich gleich im Twitch-Livestream. Macht's gut. Ciao.